Publikum nur eine Parole, ein Sieg muss her. Nicht mit dabei der Hoffnungsträger Tobias Jung, der auf einem Schüleraustausch in Amerika ist. Aber auch die Rimbacher gingen geschwächt in die Partie. Es hat nicht sollen sein. Schon lange nicht mehr war ein Sieg für den SC Siegfried Kleinostheim in solch greifbarer Nähe gewesen wie am vergangenen Samstag. Der Aufsteiger verlor vor heimischem Publikum im Hessen-Derby gegen den KSV Rimbach unglücklich mit 14 zu 19,5. Für Trainer Frank Rauscher gab es für diese Leistung jedoch keine Entschuldigung. Ja, ich habe ja schon im Vorfeld habe ich ja schon gesagt, dass jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Das war ein Gegner, den hätte man schlagen können. Es hat ein bisschen an der Fitness gelegen. Wir haben einen Kampf, die 66 Römische, ein bisschen unglücklich verloren. Der hätte auch andersrum ausgehen können. Ich habe nach andersrum gesehen. Schiedsrichter hat ihn nicht so gesehen. Verlieren wir trotzdem mit 1,5 Punkte. Wir haben den Tobias Jung schmerzlich vermisst. Und trotzdem, es muss weitergehen. Doch es gab auch einige Lichtblicke in der jungen Truppe. Der Junior Florian Groß hier in Rot konnte sich in der Klasse bis 55 Kilo im freien Stil gegen Markus Plodek durchsetzen. Mit 6:5 Wertungen konnte er 2 Mannschaftspunkte einfahren. Gewinnen habe ich schon gedacht, dass ich kann, aber waren Situationen dabei, die der Schiri vielleicht, also die eine Situation hat der Schiri vielleicht unglücklich bewertet, aber macht nichts. Und dann habe ich ein paar Situationen nicht richtig ausgerungen, aber vom Gewicht machen war ich auch ein bisschen platt, aber sonst war der Kampf eigentlich okay. Auch Alexander Hofbeck im roten Trikot bot erneut eine hervorragende Leistung. Obwohl er es bis zum Schluss spannend machte, konnte der Siegergarant der letzten Wochen überzeugen. Im Weltergewicht ließ er seinem Gegner Gottfried Kaczafirek keine Chance. Mit 15 zu 0 Wertungspunkten ging er als technisch überlegener Siegner frühzeitig von der Matte. Ich bin halt konditionell ein bisschen eingebrochen, obwohl ich eigentlich die Woche gut Gewicht gemacht habe. Und naja, zum Schluss hat es halt noch gelangt. Das ist die Hauptsache. Damian Patalon sicherte ebenfalls 4 Punkte für seine Truppe. Nachdem er schon mit 13 zu 0 vorne gelegen war, verletzte sich sein Kontrahent Marco Arnold so schwer, dass er kurz darauf ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das war es dann aber auch schon mit den Kleinostheimer Siegen. In der Klasse bis 60 Kilo im griechisch-römischen Stil verlor Benjamin Stange gegen den Zweitliga-erfahrenen Rimbacher unglücklich per Schultersieg. Der Alexander Kampke, der ringt jetzt schon die zweite oder dritte Saison in der zweiten Bundesliga. Ist ein ausgereifter Ringer und hat eigentlich nur darauf gewartet, auf so eine Situation. Der Benjamin muss lernen, als weiter den Kopf rausstrecken und muss weiterarbeiten. Der kommt schon. Eine der entscheidendsten Niederlagen aber gab es für Christoph Apler in Rot. Der Junior kam in einem aggressiven Kampf gegen Dimitrios Stuck nicht über ein 1:2 hinaus und konnte somit keine Punkte für seine Mannschaft nach Hause fahren. Nach 10 teilweise spannenden Kämpfen hieß es für den SC Siegfried Kleinostheim wieder einmal gut gekämpft, aber verloren. Wie ein roter Faden zieht sich diese Pechsträhne nun schon durch die laufende Saison. Für die junge, sympathische Truppe bleibt zu hoffen, dass spätestens in der Rückrunde der Knoten platzt. Aber wie überall heißt es bis dahin auf jeden Fall noch trainieren, trainieren, trainieren und immer wieder trainieren.